Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Popshow. Ich hab was für euch. Pikachu. Ja, und ihr so, hä, Moment, es gab doch schon Pikachu. Ja, die machen da jetzt den neuen Batman draus. Nee, keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall ein neuer Pikachu, der noch ein bisschen niedlicher aussieht als der erste, finde ich. Ein bisschen. Er ist auf jeden Fall ziemlich süß geworden mit diesen Ohren so ein bisschen. Ne? Der deppt mit den Ohren. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, sieht gut aus. Wie immer, kommt nicht nach Europa. Werdet ihr also irgendwie indirekt besorgen müssen über bestimmte Shops. Bis jetzt hatten unsere Ebay-Shops, Video Game Supply und Hot Deal Zone, wo der ist ja bei Amazon und riesiges Angebot, die hatten den dann auch meistens irgendwann und das dann für 10, 12 Euro. Also kein Stress. Ne? Man könnte dran kommen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Obwohl, vielleicht ist der auch wieder so schnell ausverkauft. Ich weiß es nicht. PUBG. Ja, Players Unknown Battleground. Irgendwie. Das bessere Fortnite, wie man sagt. Weiß es nicht. Ist es so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheinen hier die Skins zumindest grundlegend erstmal ein bisschen ernster zu sein. Denn wir sehen schon, hier haben wir das, ja, die zwei Pops. Sehen sich ziemlich ähnlich. Haben andere Klamotten. Sehen aber gut aus. Also ich finde die schon witzig. Für Menschen Pops. Keine Ahnung. Vor allem mit dem Hawaii-Hemd, da könnte man sich dann mal einen Magnum Custom basteln, oder? Das war schon mal was. Immerhin. Ja, was haben wir noch? Wir haben Tiger Woods. Golfspieler. Ja, ihr wisst Bescheid. Tiger Woods. Happy Gilmore wäre mir persönlich lieber gewesen. Oder Shooter McGowan. Bam, bam, bam. Ihr kennt ihn noch? Kennt ihr den Film? Ich finde den fantastisch. Wahrscheinlich der beste Adam Sandler Film überhaupt. Wahrscheinlich auch der letzte gute Adam Sandler Film. Aber gut, das... Nee, so schlimm ist es nicht. Aber aktuell kann ich den nicht ertragen. Vor allen Dingen mit den ganzen Filmchen, die er so aktuell macht mit Kevin James. Da kriege ich hier, ne, so eine Krempe dann. Ja. Maleficent sehen wir hier als nächstes. Und da muss ich sagen, die sieht echt gut getroffen aus. Basierend wahrscheinlich auf dem neuen Film, der jetzt kommt. Ne? Da kommt ja ein neuer Film. Ja, habt ihr mitgekriegt? Ja, genau. Ne, wieder mit Angelina Jolie. Und die Wangenknochen sind auch bei dem Pop ganz gut zu erkennen. Sehr schöner Pop, sehr hübsch, gut geworden. Ja, was soll man sagen? Läuft. Läuft bei euch. Passt. Dann kommen Pops zu The Greatest Showman. Wo ich mich gefragt habe, warum. Mag ja ein toller Film sein. Keine Ahnung, ich habe ihn tatsächlich bis jetzt noch nicht gesehen. Hugh Jackman, glaube ich, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Und ich weiß nicht, warum Conchita Wurst da mitmacht, aber die ist auch mit dabei. Sieht zumindest so aus. Wobei, der Wurst, und in dem Fall ist das richtig, der sieht ja jetzt inzwischen ganz anders aus. Letzt beim European Song Contest habe ich mal gesehen, da war der wieder dabei. Da haben so ein paar Leute so ein Medley gesungen und da war er mit dabei und sah jetzt doch ziemlich anders aus. Ja, dann haben wir Huckleberry Hound und Freddy Funko in dieser... Es gibt ja diese kleinen Zeichentrickfilmchen zu Freddy Funko, wo er so ein Radio... Quatsch, so ein Radio, so ein Fernsehmoderator macht, so einen auf David Letterman oder... Wer ist denn heutzutage aktuell? Ach ja, Letterman, das ist schon lange her. Den kennen wahrscheinlich viele schon gar nicht mehr als Talkshow-Moderator. Ne? Wer ist denn heute? Jimmy Kimmel. Ne? Oder Conan O'Brien. So in der Form macht er das. Und da hat er zum Beispiel Huckleberry Hound interviewt. Und dafür gibt es jetzt halt ein Vinyl-Set. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob es wie ein Vinyl-Set ist, also von der Packungsgröße oder noch wieder eine ganz eigene Geschichte. Das weiß ich nicht, weil an sich gibt es aktuell keine neuen Vinyl-Sets mehr. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, Funko scheint das Sortiment ganz stark eingeschränkt zu haben. Keine neuen Rock Candies, keine neuen Vinyls, keine neuen Dorps, keine neuen Pint Size Heroes. Es gibt nur noch Mystery Minis und Pops immer größer. Ja, und da kommt jetzt halt dieses Set raus. Und dann kommt noch hier der Cupcakes, Captain Cakes, Captain Cupcakes, keine Ahnung, hier von, wisst ihr Bescheid. Nicht die Twinkies, sondern die anderen Dinger. Nee, auch nicht die Snowballs, das ist noch was anderes. Das ist, ja, aber sowas ähnliches. Ihr wisst, was ich meine. Na, auch von Hostess. Ist so ein Maskottchen von Hostess. Na, der dicke Keks da. Oder der dicke Kuchen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich kenne diese Dinger, das ist so ein dunkler Keks mit so weißer Füllung drin als Lady Cake. Na, gibt's überall zu kaufen, schmeckt übrigens sehr lecker. Na, ist dann aber meistens nicht von Hostess, also ist halt ja nicht das Original. Na, aber kann man trotzdem machen. Na. Als Figur weiß ich nicht, ob man den braucht. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass der im Funko-Shop, wenn er nach Funko-Shop Euro kommt, also EMP, dass der dann ausverkauft ist. Aber wir werden sehen. So, dann haben wir die Munchies. Und die finde ich sehr sympathisch. Warum? Weil das dicke, fette Tiere sind, die gerade fressen.
Und die fressen so Chips und hier und da, und das finde ich sehr sympathisch. Also der Eisbär oder der Polarbär da, der gerade in die Chipstüte greift mit seinem Foam Dome obendrauf, das finde ich schon sehr sympathisch. Na, auch die dicke Katze mit dem Keks, das gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich finde ich aber den allerbesten diesen silbernen da oben, der so ein bisschen aussieht wie Stitch. Na, der futtert gerade nicht, aber der sieht toll aus. Das sind diese Paka-Paka-Dinger. Habe ich das jetzt? Paka-Paka? Ja, ich glaube. Die sind ja dann wohl in so kleinen Bällchen drin. Bälge, ne? Bälge, weißt du, kannst du zwei Bälge oder drei Bälge, ne? Und dann kannst du hier wie so ein Kaugummiautomat. Die sollen in GameStops kommen. Ich weiß eigentlich nicht, ob die auch nach Europa kommen. Das ist so ein japanischer Trend auch. Na, da gibt es sowas auch schon jahrelang. Ich meine, gut, in Deutschland gibt es sowas auch. Kaugummiautomaten. Na, wenn ihr Glück habt, wisst ihr noch Orte, wo welche stehen. Und damit meine ich jetzt nicht die, ne, sondern die kleinen, diese roten Kästen. Na, rot-beige, so zum Drehen. Na, immer irgendwie von irgendwem im Feuerzeug angezündet und so. Na, die sehen immer total schäbig aus. Aber es gibt noch vereinzelt welche. Na, und das finde ich interessant. Ich muss mal gucken, wo ich noch welche finde. Vielleicht kann man noch mal Fotos machen. Ich habe, glaube ich, auch auf ein Foto habe ich auf Instagram. Aber es ist alt, es ist lange her. Ja, Borderlands 3, da kommen auch weitere Pops. Zwei davon habt ihr ja schon gesehen, das sind die Funko Insider Pops gewesen, die jetzt hier im GameStop aufgetaucht sind. Na, die Maya und Psycho Female, Female Psycho, ne? Die sind ja jetzt schon rausgekommen. Da gab es ja auch eine Chase-Variante von der Maya, ne? Da leuchtet dann der Arm. Und auf der Rückseite haben wir schon zwei weitere Pops gesehen, die da rauskommen. Das ist einmal der Distressed Claptrap und einmal der andere Charakter, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Und diese zwei sind jetzt halt auch als Glamshot zu sehen. So, da sehen, so sehen sie aus, kommen halt raus, ganz regulär. Na, interessante Sache. So, dann haben wir was gesehen, das ist bei, ich glaube, Entertainment Earth aufgetaucht. Und den einen hatten wir schon mal gesehen, der ist auf den Philippinen das erste Mal gesehen worden. Es gibt Jokers, und zwar ganz viele. Und zwar fünf verschiedene in Chrom. Ja, zu den Chrom Batmans könnt ihr euch jetzt auch noch den Chrom Arkham Asylum Joker stellen, wenn ihr wollt. Ja. Der einzig geile eigentlich in meinen Augen ist der lila, ne? Weil das passt so zum Joker. Na, grün vielleicht auch noch, aber ansonsten... Das ist mir too much. Also ich finde das mit Chrom, wenn man dann eine reine Chrom-Sammlung hat und dann entweder alle Farben oder jeweils immer nur eine, dann kann das schon ganz cool aussehen. Na, aber Funko macht mir da echt zu viel. Das ist einfach so eine billige Art und Weise, Kohle zu machen, anstatt coole neue Pops rauszubringen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dafür gibt es dann auch noch einen Metallic The Rock, den wir auch schon kennen, und einen 10 Zoll Squirtle, der natürlich ziemlich cool ist, aber wieder nicht nach Europa kommt. Zumindest nicht auf dem regulären Wege. Es ist ein Kreuz. So, dann haben wir ganz viele Hot Topic Exclusives gesehen. Die haben da wieder so eine Periscope-Sendung gemacht. Und was ich immer nicht verstehe, ist, warum ist eigentlich die Qualität von den Periscope-Videos immer so räudig, dass man da keine vernünftigen Fotos rauskriegt? Das ist eine Katastrophe. Also ich meine, gut, dass da immer die Gesichter von diesen Mädels mit dabei sind, dann ist es dann halt Pech. Aber dass die Bildqualität auch so miserabel schlecht ist, was haben die da für eine Leitung? Was haben die denn da für eine Kamera? Steht da eine Kartoffel vor denen, wo sie reinreden? Ich weiß es nicht. Ich finde es immer schrecklich, dass die Qualität dieser Bilder immer so furchtbar ist. Die halten den Pop hoch und du erkennst überhaupt nichts. Keine Ahnung. Aber zum Glück machen sie meistens ein Foto. Diesmal haben sie leider kein schönes Foto gemacht, finde ich. Sonst haben sie immer ihre Couch gehabt, wo sie die Figuren einzeln hingestellt haben. Diesmal haben sie alle zusammen hingestellt. Es sind eine ganze Menge. Ihr seht schon, wir haben einen neuen Michael Myers und wir haben einen neuen Chucky. Finde ich ziemlich cool. Da freue ich mich drüber. Wobei der Michael Myers ein bisschen komisch aussieht. Der sieht aus, als wenn er die CGI-Maske auf hat aus dem Film hier mit... hier, ihr wisst Bescheid, einen der letzten Filme da. Mit diesem Reality-TV, wo sie in dem Haus filmt. Da sah die Maske teilweise aus, als wäre sie computergeneriert. Und genau so sieht das hier auch aus. Gefällt mir nicht besonders gut, tatsächlich, der Michael Myers. Aber mal gucken. Na, vor allen Dingen die Augen wirken halt... Ja gut, er soll ja die bösesten Augen ever haben. Das wirkt eher so... Hallo, Mama! Ne? Keine Ahnung. Ein bisschen dröge. Dann gibt es eine neue Harley Quinn, die sieht auch ganz witzig aus. Dann gibt es hier diesen, wie heißt der denn? Ich habe den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall der Ghost Rider und der hat vorne Thanos Baby dran. Ja, der hat irgendwie so einen speziellen Namen noch. Ghost Rider, der dann das Baby von Thanos rettet, damit da alles in Ordnung ist oder so. Gibt's auch einen Comic zu, natürlich. Ne? Und dann gibt's hier noch so einen Venomized Carnage? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, den kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Den Charakter sieht aber ganz witzig aus. Ja, und Chucky kann ich euch nochmal aus der Nähe zeigen, den seht ihr dann hier nochmal. Der sieht halt echt gut aus, ne? Der sieht so richtig aus wie der Good Guy, wie wir das kennen, wie wir das toll finden, ne? Bevor er dann zum bösen Charles Lee Ray wird. Ne? Aber auch der hat schon einen Trick, der hält nämlich das Messer schon auf dem Rücken. Das seht ihr hier. Das ist echt, also könnte einer meiner Lieblings-Chuckys werden, weil der doch echt knuffig ist. Ich hoffe, die machen den auch schön klein in die Box. Das ist dann ziemlich cool. So, dazu gibt es noch Pins, und zwar sind die dann irgendwie wieder exklusiv für irgendeine Con. Seht ihr hier, ne?
ganz normale Pins. Funko macht jetzt auch ganz viele Pins. Die haben ja auch Buttons gemacht auf der San Diego Comic Con, Tausende, ne, die auch in der App drin stehen, wo ihr euch auch denkt, meine Fresse, was, na gut, okay, aber es ist so, ne, mit allem kann man irgendwie Geld machen und dementsprechend macht einfach alles, produziert einfach alles, ist gar kein Problem. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Closer Look. Ja, ihr liebt Closer Looks, ich weiß es doch, ihr liebt die Closer Looks. Und wir haben hier einen Closer Look zu dem Beetlejuice. Er kommt nicht, wie immer. Es ist immer dasselbe mit dem, weil er wahrscheinlich noch im Dantes Inferno rumhängt. Ja, wir alle wissen, Dantes Inferno, das ist ein Puff. Und er will ja nicht direkt helfen, ne, den Menschen oder den Geistern, die ihn gerufen haben, will er ja nicht direkt helfen. Deswegen hat er auch diese Stacheln am Körper, weil er versucht, ihn dann zu greifen und dann, na, macht er die Stacheln und dann aua, aua, aua. Und dann, deswegen ist der stachelig, der Beetlejuice. Guckt euch den Film einfach mal wieder an. Na, weil Beetlejuice will eigentlich noch ein bisschen Party machen und hat Bock auf geile Weiber. Ja, und da, eigentlich krass, ne? Der Film war, glaube ich, auch irgendwie so, war er ab 12 oder so? Ich glaube, heutzutage wäre so ein Film auf jeden Fall ab 16. Wenn er nicht damals schon ab 16 war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Wobei, auch das wurde ja als Zeichentrickserie vermarktet. Ne? Das heißt, also früher war das auch normal. Da wurden Filme ab 18 auch als Zeichentrick vermarktet. Ne? Robocop, Predator und so weiter. Es gab ja zu allen Figuren Aliens. Ne? Also selbst Filme, die für ein erwachseneres Publikum gedacht waren, hatten Actionfiguren. Ne? Und das wird es heutzutage so gar nicht mehr geben, glaube ich. Oder? Gibt es sowas noch? Wenn, dann sind das Collectibles. High-End Collectibles für Erwachsene. Ja, und ja, ich schweife aber ab. Wir machen mal weiter mit Dragon Ball. Da gibt es hier so ein Two-Pack mit Goku und mit Dingenskirchens. Vegeta dann. Ja, Box Lunch Exclusive. Das ist das Foto, das ich habe. Es gibt noch kein besseres. Wenn es ein besseres gibt, zeige ich es euch. Und dann rede ich vielleicht auch ein bisschen drüber. Ne, rede ich wahrscheinlich nicht. Dragon Ball. Wobei ich nichts gegen Dragon Ball habe. Ich habe nur keinen Bock, mich da reinzulesen. Und inzwischen kenne ich schon fast alle. Oder? Es ist hart, ich sage euch das. Ich weiß, ihr Dragon Ball Fans, ihr seid mir immer auf den Fersen, um zu gucken, was ich wieder Falsches erzähle. ja. Wir haben Frozen 2 Pops, die sind aufgetaucht bei Dispops. Der hat das zum ersten Mal gepostet auf Instagram und deswegen hat er da gleich auf ein Bild, das er wahrscheinlich weder selber gemacht hat, noch das sein eigenes Copyright ist, ne, hat er einfach mal seinen Flatschen drauf gesetzt, weil er der Erste war, der es gepostet hat. Sehr schön, gut gemacht. Aber selbst wenn das Foto dann von dir ist, vielen Dank. Also, ne, ist ja klar, wir sind ja untereinander alle so ein bisschen, ne, und deswegen benutze ich das hier natürlich, keine Frage. Da seht ihr nämlich die neuen Pops, die da kommen, zu Frozen 2. Könnten schon Spoiler drauf sein auf dem Bild, guckt euch noch sonst nicht genauso an, ne? Also nicht so genau hingucken. Konzentriert euren Blick auf mich. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt gar kein Problem. Da sind ein paar interessante Sachen mit dabei. Sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Ich bin gespannt, wie der Film wird. Ist ja schon sehr antizipiert, der ganze Film. Da wollen die Leute ja schon drauf, ne? Und bis jetzt waren so die zweiten Teile meistens eher so meh. Ne, König der Löwen 2 meh. Aladdin 2 meh. Und Mulan 2 meh. Und so zieht sich das durch die Gegend, ja. Ist so. Diese Fortsetzungen sind ja auch meistens dann nicht fürs Kino, sondern direkt, ne? Und der ist jetzt aber fürs Kino produziert, deswegen ist das was Cooles. Ne? Okay. Dann haben wir Bill Nighy. Bill Nighy, ja, den kennen viele vielleicht gar nicht. Ist einer von den großen amerikanischen Wissenschaftsmoderatoren. Das ist einer von den Leuten, die euch im TV Wissenschaft nahebringen. Ja. So ist das. Das ist im Prinzip wie Jean Pütz bei uns, so ungefähr. Nur mit einem Professortitel oder sowas. Also, denke ich mal. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht mal, ob der irgendwie Ahnung hat von irgendwas. Ja, aber das ist so. Und der ist da schon seit Ewigkeiten dabei. Ja, und der macht Experimente und dies und das und erklärt euch die Welt und feine Sache das. Ne? Und der kommt als Pop, ist super, gefällt mir gut. Ja. Dann gibt es einen Funimation NYCC Exclusive All Might. Den seht ihr jetzt hier im Bild. Auch der hat seine Daseinsberechtigung, ist halt dann so ein Silberchrom. Chrom de la Chrom, Krupp de la Krupp, Creme de la Creme, die Creme der Creme. Ja, und wo wir gerade bei Creme der Creme sind, dann kommen die zwei Kollegen hier. Das sind offensichtliche Champions, denn sie tragen Gürtel. Das sind UFC-Leute, wo ich gar keinen Plan habe, wer das sein soll. Tatsächlich nicht. Es steht auf den Hosen drauf. Ihr könnt das also wahrscheinlich lesen. Mir ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe da keine Ahnung von. Ich kenne nur Ronda Rousey und Brock Lesnar. Und auch nur deswegen, weil die dann in der WWE und aufgetaucht sind. Sobald die in der WWE auftauchen, weiß ich das vielleicht auch. Keine Ahnung. Aber UFC, das verfolge ich so nicht. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie.
Ja, ja, gut. Damit bin ich auch schon fast durch. Jetzt haben wir noch eine Spoiler-Geschichte. Und zwar seht ihr schon hier die 1939er Marvel-Box. Spoiler ich euch jetzt. Das heißt, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann schaltet bitte ab. Ansonsten bleibt gerne noch ein Augenblickchen dran. Denn ich zeige euch in 3, 2, 1. Jetzt zeige ich euch den Spoiler. Und zwar seht ihr hier die Pops, die kommen. Und was da sonst noch so drin ist. Ja, Pops auf jeden Fall sehr interessant. Es ist ein Loki First Appearance und es ist ein Thanos. Aber ist das wirklich... 1939 gab es diese Charaktere da schon? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ey, irgendwie wirkt das merkwürdig. Es wirkt auf jeden Fall merkwürdig. Also 1939 hätte ich mit anderen Charakteren gerechnet. Aber wenn es die schon so lange gibt, gut, dann ist das halt so. Na, vielleicht steht auch im Text, warum das so ist, wie es ist, aber ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Das soll auf jeden Fall der Inhalt sein. Ich bin damit durch für heute. Es war jetzt nicht ganz so viel zum Glück. Na, nächste Woche müsst ihr gucken. Da wird die Show mit Sicherheit auch relativ kurz, weil ich die sehr früh aufnehmen muss, weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Dementsprechend entschuldigt das jetzt schon mal im Voraus. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht erzählen. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, lasst mir Kommentare da, drückt die Benachrichtigungsglocke und schaltet wieder ein. Damit hätten wir das auch abgefrühstückt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal ob ihr das jetzt am Sonntag schaut oder an einem anderen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.